hatte ja das gepostet von der Manuela, wie ich ihre Frisur verändert habe mit so einer Haarnadel. Und er kam dann zurück, sieht super aus, aber ich verstehe überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und deshalb zeige ich dir das jetzt. Also das ist das Stück, was wir als benutzen. Und der Rest ist dann einfach, du nimmst deine Haare und je nachdem, wie viel du hast und wie viel du willst, ich zeige mal jetzt nochmal hier den Anfang. Ich nehme mal alles, was ich kriegen kann. So, und dann drehst du das hier ein bisschen um deinen Finger, dass das so ein bisschen eine festere, enge Wurst wird. Und dann nimmst du diese Nadel und ich mache es gerne, dass ich so ein bisschen von unten und dann muss ich gucken, dass ich irgendwas von diesen Knoten erwische und dann stecke ich das da rein. Und dann habe ich das hier schon einmal verändert und eine ganz andere Frisur. Und dann kommt es natürlich darauf an, mag ich, dass das noch ein bisschen was raushängt, will ich hier noch eine Strähne haben. Aber nur dieses eine Ding und zack ist die Frisur geändert. Und man kann, wie gesagt, diese vielen Haare nehmen oder ich glaube bei dem Look von Manuela hatte ich mehr nur den Oberkopf genommen und das ein bisschen gedreht und dann das befestigt, zack, und fertig war der neue Look. Und das Schöne bei denen ist, die haben halt so eine abgerundete Spitze. Von daher tut man sich da A nicht weh und macht auch die Haare nicht kaputt. Und es ist total erstaunlich, weil da ist sonst nichts dran. Aber diese Wellen, wenn die dann einfach sich in diesem Haarknoten da ein bisschen auseinanderspreizen oder so, dann hält das einfach schon. Und es ist manchmal so, dass es dann relativ schnell wieder rausfällt. Aber wenn man das richtig festmacht und sich bemüht, und man kann natürlich auch mehrere reinstecken, dann kann das auch relativ lange halten. Also ich hatte das auch bei der Isabella gemacht. Falls du Fotos gesehen hast, das war die in diesem roten Ballkleid, die zwischendrin auch Yoga-Posen gemacht hat. Und die war am Abend damit sogar noch tanzen. Also das war auch nur so eine Nadel. Also es ist ein bisschen Übungssache, aber probier es halt aus. Und dann nimmst du deine Haare und steckst die, wurstelst dieses Ding da so ein bisschen durch. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Und dann hast du deine Frisur. Also probier es mal aus. Super günstiges Produkt und macht ein bisschen was aus. Und ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein paar schöne Fotos von mir mache. Also.